Was ist die Verbindung zwischen ischämischer Herzkrankheit und Agent Orange? Es wurde hinreichend nachgewiesen, dass der Zusammenhang zwischen ischämischer Herzkrankheit und Agent Orange dazu führt, dass die Erkrankung von der US-Abteilung für Veteranen in die Liste der mit Agent Orange verbundenen Krankheiten aufgenommen wurde. Dies bedeutet, dass Vietnam-Veteranen, die zwischen 1962 und 1975 im aktiven Dienst waren und an einer ischämischen Herzkrankheit leiden, Leistungen und Entschädigungen erhalten können. Laut dem Institut für Medizin der National Academy of Sciences ist der Zusammenhang zwischen ischämischer Herzkrankheit und Agent Orange nicht endgültig, reicht jedoch aus, um darauf hinzuweisen, dass zwischen ihnen ein Ursache-Wirkungszusammenhang besteht. Ischämische Herzerkrankungen sind gekennzeichnet durch eine verminderte Blut- und Sauerstoffversorgung des Herzens, die zu Plaquebildung in den Arterien führen kann. Sie ist eine häufige Ursache für Herzinsuffizienz und die häufigste Todesursache in Industrieländern. Die Liste der Risikofaktoren, die zur ischämischen Herzkrankheit beitragen, umfasst hohen Cholesterinspiegel, Rauchen, hohen Blutdruck und Altern. Die Unmöglichkeit, diese Faktoren in einer Studie über den Zusammenhang zwischen ischämischer Herzkrankheit und Wirkstoff Orange zu isolieren, hat die Schlussfolgerung erschwert, dass der Zusammenhang mehr als suggestiv ist, der Zusammenhang wurde jedoch als ausreichend beurteilt. Die Aufnahme der Bedingung in die Liste mit 14 anderen Krankheiten im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber dem Wirkstoff Orange bedeutet, dass Tausende von Veteranen oder ihre überlebenden Familien einen Anspruch auf eine rückwirkende Invaliditätsentschädigung haben. Es gibt 86.000 Fälle von zuvor abgelehnten Behauptungen wegen ischämischer Herzkrankheit und die beiden anderen kürzlich hinzugefügten Erkrankungen, Parkinson und chronische B-Zell-Blutkrebserkrankungen. Es wird erwartet, dass die Schadensersatzansprüche für ischämische Herzkrankheiten in Zukunft rund 82% der zusätzlichen Zahlungen ausmachen. Um sich für eine Entschädigung zu qualifizieren, müssen die Veteranen nachweisen, dass sie Vietnam zwischen dem 9. Januar 1962 und dem 7. Mai 1975 physisch betreten oder während des aktiven Dienstes anderweitig Agent Orange ausgesetzt waren. Es gibt keine zeitliche Begrenzung für den Beginn der Erkrankung, da die Beweise in hinreichendem Maße gezeigt haben, dass die Exposition gegenüber dem Wirkstoff Orange genetische oder strukturelle Veränderungen verursachen kann, die die Wahrscheinlichkeit einer ischämischen Herzkrankheit erhöhen. Ebenso besteht für die Veteranen keine Verpflichtung, dem Zusammenhang zwischen ihrer ischämischen Herzkrankheit und dem Wirkstoff Orange nachzuweisen, um Vorteile zu erhalten. Gleiches gilt für die anderen im Vietnamkrieg eingesetzten Herbizide.